Kapitel 6 Beschädigte Güter. Hey, Kleine! Aufwachen! Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich? Hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Rune. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Räudiger Köter. Futter für die Ratten bist du. Ach was. Lilly. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben eine Schleuder. Die brauchst du nicht. Doch, genau die brauche ich. Dich nach einer Ablenkung um und drücke, damit Arthur und Melie die Soldaten kurz beschäftigen. Okay, wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Was ist mit den Krügen? Nein, die stehen nicht gut. Ja, bitteschön. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Er ist also dein Bruder. War ein Geräusch, oder? Na los. Da war ein Geräusch, oder? Schön. Wissen wir, wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen. Niemand da. Hugo ist allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Ich bin nicht sehr geduldig, wenn ich ehrlich bin. Wo ist sie denn jetzt hin? Zum Teufel kommen diese verfluchten Biester her. Wir müssen den Weg freiräumen. Nein. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Eine biblische Plage. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. König Edward muss den Rückzug anordnen. Hä? Konnte ich gerade nicht auswählen? Jetzt. Das war's mit den Speeren. Die anderen Wachen juckt das aber nicht. Pass auf die Flaschen auf. Wahrscheinlich nichts. Okay, ich muss leider. Oh, toll. Wollte gerade sagen, ich kann einfach nicht anders. Ich muss hier zwischendurch auch mal ein bisschen ausräumen. So, ich frage mich, die ganzen Sachen, die wir gesammelt haben... Mann, die Schwefel? Die ganzen Sachen, die wir gesammelt haben, sind die dann sonst alle weg gewesen? Vorsicht! Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen. Quasselein. Die machen mich noch irre. War wohl doch nichts. Bleib unten, ist gut. Okay. Komm nicht hierher. Genau, hol deine Pfeile da raus. Ganz genau. Braver Junge, braver Junge.
Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Guyen gehört endlich wieder zu England. Ach ja? Dann sieh dich draußen mal um. Guyen gehört jetzt den verfluchten Ratten. Du brauchst doch nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Ganz einfach. Ja, aber so einfach wird das nicht sein. Da, der Topf. Ja, gut gesehen. Und wenn sie dich erwischen, dann gute Nacht. Du denkst dir das doch bloß aus. Jetzt nach links. Sei vorsichtig. Du kennst die Befehle. Vor allem, was war denn drin in dem Topf? Das war so ekelhaft grün. Kinder von Valois, der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Rouen. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Sie ist sicher wach. Mal sehen. Das und das. Gar nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. Doch. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Ja, knack sie bitte. Wärst du so freundlich? Oh, wärst du so freundlich? Gut gemacht. Dann weiter. Ich komme schon. Ich höre draußen eine Wache laufen. Leise. Melly, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Ich glaube, das ist ihr egal. Hammer voll. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Du bist verrückt. Die Hälfte der Vorräte. Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Naja, noch nicht. Noch sind wir nicht durch. Und gleich gibt's Alarm im Lager. Denn es gibt eine Flüchtige. Aber wir müssten ziemlich am Rand sein, wenn hier schon Holz gefällt wird. Da müssten wir ja fast am Rand des Lagers sein. Mein Bruder sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Deine Schwester. Sie behalten wir für uns, oder Jungs? Beruhige dich. Nein, nein, bitte nicht. Hey, freu dich einfach, dass du noch lebst. Die Kleine. Die meisten hier gehen vor die Hunde. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Okay. Rechnen die nicht damit, dass wir jetzt vielleicht den Bruder erstmal befreien? Die Zelte. Durchsucht die Zelte. Aber nicht die, wo wir gerade sind, ne? Die wollte ich gerade durchsuchen. Den Topf können wir... Den Topf haben wir sonst nicht abgenommen, hä? Okay. Ich wollte noch gucken, ob hier Sachen sind. So, da drüben läuft einer rum. Der sieht uns aber bestimmt nicht, wenn wir zu Hugo gehen, ne? Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. Oh, ja gut, das ist nicht allzu weit. So. Melly, übernimmst du? Hammer. Da hinten ist noch ein bisschen was. Amicia, komm zurück! Alles in Ordnung, Hugo. Das war gruselig.
Ich will mich nicht mehr fürchten. Wir dürfen also nicht zu weit weg von ihm. Das war das also. Okay. Das ist ein bisschen schwierig. Endlich. Ihre Ausrüstung. Ja. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Und vorher haben wir noch die Zeit, auf der Flucht natürlich noch schnell was zu häkeln. Das ist eine gute Idee. Okay, wir können hier leider nichts machen. Ich dachte, wir haben ganz viele Sachen gefunden. Das wäre jetzt irgendwie alles... Aber gut. Hier können wir nochmal. Ich sollte Hugo mit meiner Schleuder befreien können. Die Zelte! Durchsuch die Zelte! Ob die Zelte durchsuchen? Ich bin unsicher. So, die Steine sind ausgewählt. Zum Glück sind sie beschäftigt. Ein paar Männer rüber zum Ostwall! Melly, das Schloss. Prima, wir werden immer mehr. Kinderspiel. Sie sagt, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia! Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja. Ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja, am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Ein paar Männer rüber zum Ostwall! Wenn ich mit der Schleuder umgehen kann. Das Ding hängt sehr verräterisch. Soldaten! Was ist das? Na gut. Wahrscheinlich besser so. Okay. Hätten wir den anderen Weg nehmen sollen? I'm not entirely sure. Kann der uns sehen, wenn wir hier langschleichen? Drüben geht doch was vor sich. Ich sehe nichts. Hallo? Ich will doch nicht etwas weg sein. Wir warten kurz, bis er das Interesse verliert. Ich hoffe, der Bogenschütze dreht sich nicht um. Nein, gar nichts gut. Puh, okay. Hier gibt es nichts zu berichten. Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie doch bei den Käfigen. Schau, die Pferde treten nicht aus. Hier ist niemand, ne? Okay. So. Hier sind überall Wachen. Da haben wir noch einen Topf. Will den französischen Thron. Der Casus Belli dient als offizielle Rechtfertigung für einen Konflikt zwischen Herrschern, obwohl seine Legitimität oftmals fragwürdig ist. Manchmal geht es auch vorrangig um wirtschaftliche Interessen. Der Hundertjährige Krieg etwa gab dem französischen König Philippe VI. Einen Vorwand, sein Volk höher zu besteuern und so die Schatzkammer des Königreiches zu füllen. Huch. Während König Edward III. So den englischen Adel zufriedenstellen konnte, dessen Einkünfte aus Landverpachtungen drastisch zurückgegangen waren. Wenn ich etwas haben will, dann nehme ich es mir einfach. Ja, aber du bist eine Diebin, er ist ein König. Wo ist da der Unterschied? Was? Da ist was. Keine Spur von dir. Oh, Alter, die ist überall. Der bleibt doch erstmal, ne? Und jetzt kommt der Typ hier gleich wieder. Eieiei. Wir könnten alle niederknüppeln mit der Schleuder. Ja, ich wusste, der kommt jetzt. Okay, warte. Eieiei, warte. Eieiei, Van Porten. Hey, was soll mal sehen?
Das ist gut. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Der Typ steht halt echt beschissen. Aber der läuft uns nicht nach, der bleibt einfach stehen. Wie das halt so ist, wenn man Kinder vermisst und plötzlich welche sieht. Okay, wir warten. Wir sind geduldig. Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie noch bei den Käfigen. Man weiß es nicht. Und natürlich ist niemand hier. So, der Typ kommt bestimmt gleich wieder, ne? Oder war schon da? Da ist niemand. Das ist er jetzt gerade gewesen. Ich sehe nichts! Na los! Sie kann doch nicht einfach weg sein! Und er war derjenige, welche. Oh. Oh nein. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder. Und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Amicia, drängen Sie zurück! Oh, die Inquisition? Bruder. Was zum Teufel habt ihr getan? Was gar nichts. Wir haben nichts getan. Sie wollen irgendwie... Oh. Amicia! Oh mein Gott! Okay, das war... Ich wusste nicht, dass... Ich dachte, ich laufe da durch und die werden abgelenkt irgendwie von der anderen, aber leider nein. Okay. Nein. Amicia, drängen Sie zurück! Oh, die Inquisition? Bruder. Was zum Teufel stehen habt ihr getan? Bleib gar stehen. Nichts! Wir haben nichts getan. Sie wollen wir wo? Lasst uns abhauen! Vorwärts! Ich dulde kein Versagen! Hier geht's raus! Schnell! Weiterlaufen, Hugo! Ich dulde kein Versagen! Amicia! Die kriegen dich hör nicht! Hör auf, wegzulaufen! Gib uns Hugo! Ja. Da denke ich ja Mama so gar nicht dran! Sie kommen hoch! Uns läuft die Zeit davon! Schnell! Verschluss! Scheiße! Okay, ich kann nichts machen. Steiner mitgenommen, ne? Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier! Ich kümmere mich um sie. Da draußen könnt ihr euch nirgendwo verstecken. Amicia, komm schnell! Boah. Da, dort drin! Schnack sie! Amicia? Alter Schwede!